Bonjour aus dem Europäischen Parlament, liebe Sachsen-Anhalterinnen und Sachsen-Anhalter. Ich möchte Sie einladen, am Mittwoch um 19 Uhr in den Moritzhof nach Magdeburg zu kommen. Dort wird ein weiterer Film der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung erscheinen, der im Rahmen des Europäischen Jahres der Entwicklung angeboten wird. In diesem Monat handelt es sich um das aktuelle Thema nachhaltiges und grünes Wachstums, menschenwürdige Arbeitsplätze und Unternehmen. Der Dokumentarfilm Weniger ist mehr, die Grenzen des Wachstums und das bessere Leben ist von Karin Di Miguel Wesseldorf. Sie fragt in dem Film, welche Bedeutung hat Wohlstand? Was bedeutet Wohlstand? Welche Auswirkungen hat die moderne Konsumgesellschaft auf die begrenzten Ressourcen unseres Planeten? Was kann ich ändern, damit mein Leben zukunftsfähiger wird? Ist unsere momentane Lebensweise auch zukunftsorientiert und nachhaltig? Um all das zu beantworten, begibt sich die Autorin des Films mit einer Reise durch Europa. Sie findet dabei erstaunliche Antworten und es liegt in unserer Verantwortung, so ihre Schlussfolgerung, einen Weg zu finden, mit den Folgen unseres Handelns umzugehen. Ich wünsche Ihnen, wenn Sie kommen können, ein inspirierendes und kurzweiliges Filmerlebnis und eine anregende Diskussion im Anschluss mit der Filmemacherin, die dazu extra nach Magdeburg kommen wird. Insofern, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie in den Moritzhof und ich wünsche Ihnen ansonsten einen schönen Tag. Adieu und alles Gute aus dem Parlament hier in Brüssel. Tschüss.